Breaking Point 2. Und wir haben heute gar nicht Sonntag, sondern Samstag. Ich habe mich in einer Folge vertan. Aber ist nicht weiter tragisch. Also heute ist Samstag. Wir sehen uns heute das nächste Kapitel an. Das wäre dann Kapitel 8. Den großen Preis von Australien. Ja, mal schauen. Nach dem starken Saisonstart von Konnersport ist das Team in bester Stimmung. Nun geht es jetzt zum Kopf von Melbourne nach Australien. So, dauert einen kleinen Moment. Ich dachte, es gibt jetzt einen Anruf. Gucken wir nach, haben wir noch irgendwas? Nein, haben wir nicht. Gut, falls ihr, wie gesagt, die Bildinger lesen wollt, dann gerne das Video einfach anhören. So, Kapitel Nummer 8 ist der Grand Prix von Australien. Während des Rennens auch in der soliden Leistung Qualifying ist das Team beim Grand Prix von Australien in einer guten Position. Und hier kommt Butler. Super Tempo auf der Gerade. Jetzt geht's rein in die schnelle Linkskurve. Oh, da war ein bisschen spät dran. Bei der Ausfahrt kommt er fast von der Strecke ab, Stefan. Was war denn das bitte? Man spürt förmlich die Verzweiflung, Sascha. Er macht viel zu viel Druck. Ich meine, zu diesem Zeitpunkt ist niemand sonst in seiner Nähe. Devin, wir müssen die Bremsen etwas drosseln. Kannst du mich hören? Die Bremsen sind lediert. Okay, wir prüfen das. Du wirst merken, dass die Leistung abnimmt. Sorry dafür. Was? Warum? Wir haben dich gebeten, die letzte Runde weniger Druck zu machen. Das hat das Problem verschlimmert. Wir können da gerade nichts machen. Wovon redest du da? Hey, du musst tun, was du kannst, Devin, okay? So, mal gucken, was wir kriegen müssen. Halte so viele Positionen wie möglich. Halte so viele Positionen. So, was müssen wir da machen? Komm, vor Jackson ist hier. Die Frage ist, wo ist denn der? Ist er hinter uns da? Also? Fünf Runden haben wir, okay. Wahrscheinlich muss ich einfach nur diesen Platz halten hier. Ach, das ist Hülkenberg, okay. Plus ich überholen, ich muss jetzt gucken, dass ich ein bisschen überrunden, ne? Joa, Alter. So, ist das vor uns ein Auto? Das ist toll, eins gemacht. Ja, das ist vor uns also ein Positionsauto. Das Auto, was. Entschuldigung. Jetzt ist es jetzt mal Sainz hinter mir zu halten. Jetzt macht doch nochmal unfassbar viel Druck. Zwei oder Con sind das für uns. Etwa
5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Da waren 2 und wir konnten da vorne fighten. Das war natürlich immer total toll. Ja, das war's mit der Position. Scheiße, Mann! Ja, das war's. Die Punkte sind futsch, definitiv. Und ich soll vor Jackson ins Ziel kommen, vor allen Dingen. Scheiße, Mann. Bis auf 11 oder so. Ja, genau, ich ja. Der fährt vorne mich rein und ich krieg die Strafe oder was? Ja, das kannst du schon wieder knicken, das Ding hier. Ich vermute, dass wir knicken können. Schön, ich bin 17. Ich war 8er, Mann! Ich fahre dran und noch Platz auf dem 9. Ich muss es eh neu starten. Ja. Weiter so. So, ich muss jetzt hoffen, dass ich ein bisschen reinkomme in diese. Jetzt wollte nur Con da vorne sind. Ich muss ja das Ding nochmal neu abzeigen, extra neu gestartet, damit ich das Ziel erreiche. Ich will natürlich hier so viele Punkte wie möglich machen. Sekunden.
Oh, meine Fresse, weil der Ocon nicht, weil der Ocon nicht fahren kann, ey. Dankeschön. Mit deinem scheiß dämlichen Gebremse hast du mir schön als nochmal 3 Positionen gekostet. Ich war schon vorbei an euch. Das geht nicht, das muss sein. Ich bremse dich einfach alle aus. Jetzt bringst du mich komplett aus dem Konzept mit deiner Scheißaktion. Also Ocon, der mich eine Flachpfeife ist. Ich kann ihn nicht. Ah, oh, Mann, der kann nicht fahren, der Idiot. Wegen der Scheiße habe ich jetzt wieder Position verloren. Ich bin jetzt war schön drin. Er hat mich komplett rausgebracht, weil er mich einfach weggebremst hat. Ich meine, ich bin auch dran, aber alles ist gut, aber trotzdem nervt es halt. Ja, der hält dir den ganzen Betrieb auf und du kommst nicht wirklich rein in die Position. So, Sainz versucht natürlich jetzt ans 12 vorbeizukommen, aber wie gesagt, bei Ocon halt, wie gesagt, echt im ist er vorbei. Der Sainz hat ohne Probleme geschafft, ich bin nicht vorbeigekommen an den beiden. Jetzt. Das war jetzt eigentlich mehr oder weniger beabsichtigt. Ich muss jetzt irgendwann mal an dem Ocon vorbei, weil der mir irgendwann ging er mir nämlich auf Fahrer. Ja. Was ist denn das? Zenz sieht gerade, er hat gerade ordentlich Tempo drin. Aber wie gesagt, das Thema, das Ding hat mir Ocon reingebracht. Zeit war mal und Tempo, Alter, von meiner da drauf, ey. Ich komme jetzt wieder ein bisschen ran. Gerade ist leider nicht lang genug, um mal anzugreifen. Doch. So, jetzt die Position, die gerade wäre, würde nicht lang genug. Klar, wir haben ein bisschen Dark bekommen. Vielleicht berühren, aber egal, dazu schaffen wir sind dann. So, jetzt hoffe ich, dass ich vielleicht noch ein paar, ein, zwei Autos. Der drei, die drei da vorne. Die hätte ich gerne. Perez, Hamilton und Russell. Sergeant. Das ist immer nicht im Weg, sonst könnte ich die drei da vorne nicht kriegen. Oh, Alter. Mann, genau das meine ich. Dieses blöd im Weg stehen. Danke. Ich muss jetzt auf die Brille. Ja, ich muss jetzt voll in die Eisen gehen. Weil der mir genau auf der Linie im Weg gestanden ist. Und das ist das Problem an der Sache. Das war nicht Russell, schade. Das war wirklich nur Sergeant, der da
Russell ist weiter weg vorne, genauso wie Verstappen. Und der andere ist wahrscheinlich noch Leclerc. Vergiss es. Letzte Runde. Vielleicht auch ein Auto oder so. Jetzt bin ich froh, dass ich erstmal den Perez dazwischen habe, weil der Verzeih wird wahrscheinlich gleich kurz einen Prozess machen. Den Hamilton kriege ich den mehr. Oder? Nee, er wird mir wegbleiben jetzt, wenn er nicht so einen Fehler macht. Ich muss ja weg jetzt. Ja, ja, aber wir haben es trotzdem geschafft. Und hol uns den. Okay, häng dich rein und fahr das Ding sauber zu Ende. Hol uns Platz 5. Devin Butler ist nicht zum ersten Mal aus der Reihe getanzt. Ich bin gespannt, wie Connor Sport damit umgehen wird. Wie wir in der Vergangenheit gesehen haben, ist es schwierig, den Fahrer und Fahrerinnen zu steuern. Sascha und sie arbeiten. Das ist ja das, was man will. Es ist eine komplizierte Situation. Ja, es scheint so, als hätten sie sich in der letzten Saison damit auseinandergesetzt. Und wir wissen, dass Kasper Ackermann für 2023 einen klaren Schnitt machen wollte. Zweifellos wird er ein Machtwort sprechen. Sie wollten auf keinen Fall, dass sich wiederholt, was in der Vergangenheit geschehen ist. Wir haben auf der Strecke schon einige Duelle gesehen. Das kann so nicht weitergehen. Sie schaden den Ruf des Teams und sich selbst. Da müssen Sie Ordnung reinbringen. Da ist ein Gespräch für. Ja, ganz genau. Hier in Australien gibt es viele Veränderungen und während sich die Teams an ihre neue Situation gewöhnen, werden wir das auch tun. Während wir uns unterhalten, sind die Fahrer auf dem Weg zum Podest. Was für ein fantastischer Sieg für das Team von Red Bull. Sie haben heute eine außergewöhnliche Leistung gezeigt und ein wahnsinnig spannendes Rennen abgeliefert. Glückwunsch an das ganze Team. Na, ganz auch mal keine Chance heute. Den Hamilton konnte ich auch nicht mehr kriegen, aber... Platz 5 ist in Ordnung. Das sind 10 Punkte. Hat der Sieg in Bahrain. Aber mit dem kaputten Bremsen war halt schwierig. Aber Sainz hat ohnehin Druck gemacht. Trotzdem konnten wir ihn auf der Strecke schlagen. Aber man merkt halt, dass Alcon ist halt ein Vollasi. Das merkt man einfach. Die Aktion war halt absolut unnötig. Professionell. Wir bleiben halt voll Asi. Vielen Dank für das Gespräch. Danke für Ihre Zeit.
Ich glaube nicht, dass wir rausgeschmissen werden, wenn wir weiter so Aktionen bringen. Könntest du dir das mal ansehen? Nö. Kaufleihen. Alles gemacht. Was war das heute da draußen? Ich will keine Wiederholung der letzten Saison. Wir sind ein Team. Er kann nicht einfach tun, was er will. Beruhige dich, ich habe das unter Kontrolle. Wir sprechen von Devon. Da gibt es keine Kontrolle. Er hätte das Auto fast kaputt gefahren, Kasper. Hat er aber nicht. Du weißt, wie das da draußen ist. Es gibt bestimmt eine Erklärung. Oder eine Ausrede. Wir werden es herausfinden. Ich spreche das bei der Besprechung an und melde mich dann. Okay, ich muss los. Davidoff ist in der anderen Leitung. Ja, natürlich. Viel Spaß. So. So, das nächste Kapitel sehen wir uns dann tatsächlich erst am Sonntag an. Bis morgen. Tschüss.